Fuße des Ibsturms befindet sich der Bürgergarten, der sowohl für den entspannten Aufenthalt, aber auch für Früchte- und Gemüsefreunde ein Ort der Begegnung ist. Es gibt hier Sorten, die zum Reifen noch Zeit brauchen, demnächst erntefähig sind, aber auch schon Gemüse, das geerntet oder gepflückt werden soll. Und zwar von jedermann und gratis, wie dieses Schild zeigt. Stadtgärtner Jan Michael Fabian fordert die Menschen auf, dieses Angebot auch zu nutzen. Da ist eigentlich das, so sollte man es halt nicht machen. Wenn es passiert, passiert. So wie das ist. Ja, gell? Genau. Aber ja. Das macht nichts. Hauptsache wird überhaupt geerntet. Und an und für sich braucht man es ja da beim Pflücksalat, braucht man es ja nur die Unternehmer. Ja. Und er wächst auch nicht weiter. Mhm. Und man kann eigentlich regelmäßig ernten, nur das, was man braucht. Bitte. Ja. Und es gibt begeisterte Interessenten, die das Gemüse nicht verkommen lassen und ernten. Das Bohnenkraut ist super. Also das haben sie überhaupt noch nicht gesehen. Also am Boden kriegt man das. Das sieht das echt ganz so gut. Ja, vor allem freut mich, dass sie. Na, wenn es dann wird. Wird das gut recht? Freut mich, dass sie. Aber nicht nur im Bürgergarten, auch vor der Sporthauptschule Zell gibt es diese kostbaren Pflückmichtröge zum Selberernten, aber viel zu wenige tun es noch. Zurück zum Ibsturm. Hier rankt bereits der Wein und Zwetschge und Kirsche wachsen. Und das ist Eicherkräuterinsel. Die kleine erste Kräuterinsel, die wir gemacht haben. Super. Funktioniert eigentlich relativ nett. Wir haben verschiedene Kräuter, die man gängig in der Küche nehmen kann, haben wir hergesetzt. Mhm. Falls jemand nicht weiß, was es ist, ich habe überall Etiketten zugeben, zum Beispiel dann zum Bohnenkraut, dass er das Richtige nimmt, was er braucht. Der Stadtgärtner freut sich natürlich, wenn sein Angebot geschätzt, aber auch genutzt wird. Daher auf in den Bürgergarten und naschen und aus dem Garten der Genüsse Gemüse und Früchte mitnehmen.